Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Grönland und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 12 und wir stehen auf Rang 9 mit 60 Siegpunkten. Und ihr könnt schon erkennen hier, es geht los. Unsere große Offensive gegen die USA hat begonnen, schon heute Morgen. Denn die USA haben gestern Abend ihren großen Angriff gestartet und alle ihre Truppen verheizt. In Boston haben wir alle zerstören können, bei Montpellier haben wir den Rest ihrer Armeen erwischt. Und damit waren nur die Truppen in Kirkland Lake übrig und die greifen wir gerade mit allem, was wir haben, an. Spätestens wenn die Truppen hier ankommen, wird das vorbei sein in 4 Stunden, diese Schlacht. Und wir haben außerdem auch Washington D.C. eingenommen, nachdem sich dort dann die Südstaaten wie bereits vereinbart zurückgezogen haben und wir somit in der Lage waren, dort durchzubrechen, haben dort 2 Panzerwagen zerstört und Infanterie von ihnen. Mehr war gar nicht nötig. Und ja, damit sind die USA besiegt, ihre Moral überall auf irgendwie 10% oder sogar 1% oder 2% gesunken. Es sieht nicht gut aus für sie. Wir haben sie tatsächlich endlich besiegt. Das macht mich sehr froh. Und das ist ein guter Schritt, denn damit werden wir jetzt in der Lage sein, hier endgültig zu gewinnen. Es war noch ein bisschen spannend gewesen. Ottawa war ja gefallen an Alaska. Das konnte ich ihnen dann abnehmen per Vertrag, per Handel. Spannenderweise, ich habe das nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, der Schriftverkehr. Ich habe ihnen ein Angebot geschickt, ja, für irgendwie 20.000 Kohle für Ottawa, weil es eine Kohleprovinz ist. Er erklärt eben, ja, das ist halt mein Aufmarschgebiet. Ne? Ist ja klar, dass ich hier Krieg führen will. Also Ottawa brauchen wir eben als Durchmarschgebiet. Das wäre also gut, wenn ich das haben würde, weil ich eben hier Krieg führe. Und dann meinten sie, wie, Durchmarschgebiet, ist doch gar nicht, sehe ich nicht, warum das dann Durchmarschgebiet ist und so, ne, aber vielleicht können wir uns ja alliieren, haben sie halt auf Englisch geschrieben. Ich habe keine Ahnung, was sie meinten, also ob sie es echt nicht verstanden haben, weil dann haben sie das Angebot abgelehnt und mir dann, aber dann 10 Minuten später, ohne dass ich was gesagt habe, mir dann nochmal ein Angebot zurückgeschickt für 20.000 Euro und Ottawa habe ich angenommen, wortlos, und seitdem kam nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was sie meinten, ob sie vielleicht die Provinz missverstanden haben oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben wir es am Ende geschafft und ja, Allianz wird nicht passieren, das ist nicht nötig, denn vor allem werden sie auch gerade angegriffen von den Südstaaten, oder sie greifen die an, die Südstaaten und Kalifornien haben bereits Provinzen eingenommen. Also wenn wir uns erstmal jetzt nicht irgendwie mit ihnen alliieren, ist ja klar, ne, das ist eine bereits in der Koalition. Haben zwar jetzt einen verloren, trotzdem ist mir wurscht. Wir werden sogar hier oben landen in Repulse Bay, wenn wir dazu bereit sind, dazu dann später mehr. Aber ja, erstmal die großen Schlachten hier. Der Moralbonus durch Washington natürlich super cool für uns. Haben jetzt richtig viel bekommen. Die Provinzen hier steigen alle auf 80-90%. Das ist toll. Produktion steigt auch massiv. Produktion von Holz und Stahl enorm erhöht. Also das ist ein Wunder. Es ist toll, es ist fantastisch und wir haben hier eine richtig gute Zeit. Da können wir auf jeden Fall total viel draus machen. Also ja, jetzt geht's endlich los. Die fetten Tage fangen an und wir werden hier sehr, sehr erfolgreich, denke ich, dann weiter wachsen können. Vor allem mit den ganzen Provinzen hier, mit Chaplu und mit Kirkland. Ach, das wird so toll. Columbus auch. Oh, so viele gute Provinzen. Es werden noch ein paar vielleicht fallen dann an die KIs und dann auch die Südstaaten wegen Revolten. Das kann passieren, ist aber auch okay. Wir werden uns da nicht weiter mit befassen. Übrigens, ich bin auch sehr froh zu erkennen, dass vermutlich wir jetzt beweisen können sogar, dass Norwegen der Doppelcount von den USA ist, weil jetzt nämlich Norwegen hier auf dem Weg ist wieder. Und wenn die jetzt tatsächlich irgendwo hier oben landen wollen, ich bin bereits übrigens in Position, um das abzuwehren, wenn die irgendwo jetzt hier oben in Island oder in Grönland versuchen zu landen, dann ist auf jeden Fall klar, dass es ein Doppelcount ist, weil, ne, das war ja vorher schon verdächtig gewesen, die norwegische-amerikanische Kooperation. Und wenn die jetzt dann auf einmal mit dem Kriegsbeginn hier jetzt ihre norwegische Einheit rumschicken und irgendwo dann zum Nerven landen wollen, dann ist klar, ne, was da passiert. Das heißt, wenn das dann so abgeht, dann wissen wir auf jeden Fall, dass Norwegen der Doppelaccount von den USA ist. War aber bereits schon irgendwie sehr offensichtlich, fand ich. Aber das kann man dann vielleicht so sogar noch beweisen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt hier gut gemacht. Das hier ist ein bisschen sehr knapp, diese Schlacht. Ich wollte die einfach führen. Ich wollte das jetzt einfach vorbei haben, diesen Kampf um Kirkland Lake. Also werden wir auch gewinnen. Die Infanteristen fallen jetzt ziemlich schnell. Wir haben eine bessere Moral als sie. Unsere Hitpoints fallen auch, aber wir haben auch noch immer noch, glaube ich, mehr Angriffsschaden oder knapp mehr. Es wird okay sein, wir haben Verstärkung und eben die große Armee hier, die wir das dann lösen, das Problem. Und dann sind wir hier tatsächlich endlich auf der Siegerseite und können dann hier durchbrechen, alles einnehmen. Also ja, es läuft endlich wieder gut. Und dann wäre natürlich das Ziel, dass wir dann sagen, wir alliieren uns mit den Südstaaten, Kalifornien und Kolumbien für eine große Allianz. Shanxi werde ich dann wahrscheinlich gar nicht mehr bedenken, weil ich glaube, die werden inaktiv gehen, die machen nicht mehr viel, haben jetzt ihre Armeen hier seit einer langen Zeit hier gesammelt, werden jetzt, glaube ich, auch sogar dagegen verlieren, haben, glaube ich, aufgehört, hier wirklich vorzurücken, haben auch hier nirgends gebaut, wie ihr sehen könnt, der ganze Süden hier ist leer, sind keine Gebäude gebaut, hier überall alles frei, also ich glaube, Shanxi ist tatsächlich AFK.
oder wird AFK gehen. So wie ich das sehe, zumindest müssen wir da keine Allianz mehr bedenken. Das ist jetzt egal, haben uns ja eh nicht mehr geschrieben. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, das mit Kolumbien zu machen. Ich vertraue Kolumbien noch nicht 100% ihrer Aussagen bislang. Also ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ist das ein zweiter Account. Das ist kein, weil das ist nämlich ein brandneues Konto gewesen. Also es war irgendwie die erste oder zweite Runde der Person auf dieser, in dem Game. Und die spielen das hier aber richtig robust. Also die wissen auf jeden Fall, was sie tun. Das ist niemand, der das zum ersten Mal spielt, das Game. Das ist ein neuer Account. Also von jemandem, der das Spiel bereits gespielt hat. Das heißt, Kolumbien ist auf jeden Fall erfahren. Wie erfahren, wissen wir nicht, aber die wissen was. Und haben auf jeden Fall Pläne. Waren soweit auch sehr vorsichtig, damit zu committen. Ich habe ihnen ja auch dann eine gemeinsame Karte angeboten gehabt. Nach Ende unserer letzten Diskussion haben wir auch gesagt, wir werden uns alliieren. Haben sie dann wortlos abgelehnt. Also mal schauen, sind auch noch nicht der Koalition beigetreten, der Südstaaten und Kalifornien. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mit denen hier alliiert sind, nur mit den USA. Keine Ahnung, das weiß niemand. Aber wir werden das dann wohl bald erfahren. Ich werde nochmal ganz vorsichtig sie anschreiben, gucken, was da ihr Plan ist, weil natürlich es unwahrscheinlich ist, dass sie jetzt dann auf Solo-Sieg gehen, weil dann müssen sie ja uns alle drei hier besiegen. Das sehe ich jetzt nicht passieren, vor allem, weil wir werden ja immer stärker. Es wäre auch dann in ihrem Interesse gewesen, diesen Krieg hier anzuheizen. Also wenn sie auf Solo-Sieg gehen wollten würden, hätte ich an ihrer Stelle das so gemacht, dass ich eben gesagt habe, ja nee, hier greift die USA besser nicht an, dann hätte das nämlich alles anders ausgehen können. Dann gäbe es hier einen großen Krieg, wir hätten vielleicht noch gegen die Südstaaten gekämpft, weil die wären auch schon nicht auf unserer Seite gewesen, weil eben das Backing aus Kolumbien existiert. Dann wäre hier ein riesiger Krieg ausgebrochen, wir hätten das wahrscheinlich überlebt, aber wir hätten nicht vorrücken können, wäre für alle Beteiligten verlustreich gewesen, sie hätten daraus dann resultierend gewonnen. Aber haben sie nicht gemacht, sie haben das sehr schnell auch gelöst, auch diplomatisch, von daher gehe ich davon aus, dass sie nicht um Solo-Sieg spielen, aber sie spielen auf jeden Fall sehr vorsichtig und wägen ihre Optionen deutlich ab. Also Kolumbien macht das super, sind der klare Favorit für die Runde hier, die werden auf jeden Fall die Runde irgendwie gewinnen und wir müssen dabei sein. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen aufpassen, jetzt auch versuchen dann sehr beeindruckend auch schnell zu wachsen, um auch zu zeigen, hey, wir sind hier quasi der zweite Kontrahent für den Rundensieg, am besten arbeiten wir zusammen und dann können wir daraus weitermachen. Warum habe ich eigentlich hier Sicht? Das liegt daran, dass wir Sicht aus Griechenland haben. Ich war gerade verwirrt, ich dachte, Österreich wäre unsere Sichtnation, aber es ist ja Griechenland. Weil die Ballon haben, genau. Ich habe gerade mich gewundert, warum ich hier oben Warschau sehe, ja, weil wegen Griechenland. Genau, das heißt, wir werden das dann hoffentlich so machen, können dann auch Griechenland einladen, wenn das funktioniert. Und dann sollte das ja klar sein. Ist halt dann nicht mehr in meiner Hand, ne? Ist dann nicht mehr in meiner Hand, was dann passiert, aber ich hoffe mal, Kolumbien nimmt das dann an. All das und werden dann noch irgendwann hoffentlich eine Allianz formen oder einer beitreten, weil noch ist halt nicht alles klar. Ich kann jetzt nur mit dem mitgehen, was hier los ist, aber natürlich sind wir jetzt auch dann demnächst stark genug, um uns gegen verschiedenste Bedrohungen zu erwehren. Also wir haben ja bislang mehrmals schon Momente gehabt jetzt, zweimal, wo wir im Mid- und Late-Game relativ groß waren und dann aber dann noch besiegt wurden, langsam aber dann über die Zeit eben besiegt wurden, Argentinien und die letzte Runde und also Grönland. Und jetzt aber mit diesem Grönland hier sind wir halt jetzt schon sehr weit und wenn wir es jetzt schaffen können, dann auch mal uns ein bisschen aufzubauen noch mehr und nicht direkt quasi im Mid- und Late-Game angegriffen zu werden von einem großen Feind, der dann uns am Ende besiegen wird, haben wir auch mehr Zeit und mehr Möglichkeiten, uns dem zu erwehren. Wenn wir jetzt entsprechend hier alles aufrüsten können, überall viel Produktion haben, haben wir auch eine gute Chance, uns gegen Kolumbien zu erwehren, sollten die tatsächlich ein Problem darstellen. Daran glaube ich nicht, aber wir können auf jeden Fall dann trotzdem noch was dagegen machen. Haben wir jetzt auch eine gute Provinzzahl, haben 32, so heißt das, Provinzen insgesamt, damit weniger als Xinjiang und der Sudan, aber das können wir sehr bald fixen. Ne? Hier werden viele Provinzen noch eingenommen, 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht, 6, 7, 8, 8 Provinzen mindestens würde ich gerne einnehmen. Würde uns dann 40 geben, wären damit dann wieder auf Rang Nummer 3, obwohl Angola da auch dann ziemlich schnell wahrscheinlich nachrücken wird, um die gerade irgendwo Krieg eigentlich haben sie nicht, okay. Das heißt ja, da ist viel zu tun und wir planen ja bereits auch schon den nächsten Krieg ganz vorsichtig dann mit Schottland und mit den Shetlandinseln. Wir werden dann hier nämlich zunächst erstmal hier noch weiter bauen müssen, also Frederikshaab wird die Arti fertigstellen, dann werde ich hier einen Kreuzer in Auftrag geben und dann werden wir hier weiter ausbauen und dann eben weiter Marine bauen und damit dann hier entsprechend in Schottland landen, das dann alles einnehmen, das sollte möglich sein. Ich hätte jetzt schon längst einen Kreuzer bauen sollen, war mein Fehler. Auch hier fehlt jetzt vor allem eben eine Möglichkeit für einen Kreuzer bauen in Natalik, weil wir da keinen Hafen haben. Dafür haben wir theoretisch einen Hafen in Boston, der ist da beschädigt, aber der wird gerade noch wieder repariert. Da können wir auch eine Fabrik bauen, als nächstes wahrscheinlich. Und dann können wir daraus eben dann weiter Fortschritt ziehen. Das Schöne wird dann halt auch sein, dass wir hier in Amerika gar nicht mehr so viel ausbauen müssen. Wir müssen Amerika erstmal dann nicht mehr wirklich beachten, müssen da keine Kriegsinfrastruktur bauen, keine Festungen, keine sofort nötigen Eisenbahnen. Können erstmal hier ein bisschen zurückziehen und es ruhig angehen lassen, wenn wir hier safe sind mit den Leuten. Und dann eben alles Richtung Schottland werfen, mit ein bisschen Sicherheit gegen Kolumbien, falls sie noch nicht alliiert sind mit uns. Und dann können wir hier eben uns in Europa etablieren, was natürlich auch genau unser Ziel so war. Und das sollte dann sehr gut klappen.
Und da bin ich sehr zuversichtlich. Haben wir eigentlich bereits schon eine Expansions-Sache? Haben wir noch nicht. Okay, die wird wahrscheinlich bald kommen. Müssen wir mal schauen. Erstmal, ja, der Kampf hier. Der wird blutig sein, aber den werden wir gewinnen. Keine Sorge, die Festung ist bereits fast ganz zerstört. Die Hauptarmee kommt auch an. Da können wir auch Chapelure einnehmen. Die können auch noch hingehen. Der Ballon rückt auch nach. Warum auch nicht? Das hier ist kein Problem. Da können wir auch Indianapolis einnehmen. Chicago, Lansing. Das können wir dann alles noch machen. Obwohl, wir haben nicht genug Truppen für die Garnisonierung leider. Das ist ein bisschen doof. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das ist etwas schwierig tatsächlich. Habe ich nicht genug Kräfte im Süden. Ja, generell, die Infanterie geht uns hier aus. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Aber das kriegen wir schon irgendwie gelöst. Und dann werden wir ja, das hier einnehmen. Und dann richtig stark sein. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir haben vielleicht noch die Chance, noch ein paar oder zumindest eine Crate mitzunehmen aus der Operation Somme. Die geht noch einen Tag und 11 Stunden. Haben 460 Erfahrungspunkte, 20 pro Provinz. Da wird schwierig, ich habe noch nicht gezählt. 800 bräuchten wir. Da bräuchten wir einiges. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Da bräuchten wir nochmal, was habe ich denn mal gerade? Da bräuchten wir nochmal ein bisschen weniger als die Menge an Provinzen oder etwa die Menge an Provinzen, die wir bereits eingenommen haben, halt minus der, die wir hatten, müssen wir nochmal einnehmen. Das wird schwer, glaube ich. Außer wir machen hier oben noch ein bisschen was und kriegen das innerhalb von einem Tag hier drüben hin, aber innerhalb von einem Tag oder mehr anderthalb Tagen das hinzubekommen, wird schwer. Also ich glaube, diese Kiste bekommen wir nicht. Die wäre schön gewesen für die Sachen hier. Für 10 Infanteristen wäre es auch nicht schlecht. Am Ende ist die Kiste relativ wurscht. Das wäre schön gewesen, aber ja, das wird nicht passieren. Und das hier ist halt so ein, das hier ist halt Pay to Win, leider. Das hier ist nicht so geil, weil das hier sogar nur, also es geht halt auch wirklich nur über Käufe, so, das ist halt irgendwie ein bisschen, naja. Und das hier geht bei uns gar nicht, das ist schön, weil es spezifisch für die anderen Karten ist, aber geht für uns leider nicht. Aber das hier ignorieren wir mal. Das ist halt schon irgendwie, das ist schon einiges, was man da bekommt. Der, oh, ein Sturmtrupper hier schon direkt am Anfang. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist insgesamt, aber das ist halt schon. Ich hoffe mal, das endet dann in 2 Tagen. Ne? Wenn jetzt, also ich weiß nicht, wie das dann weitergeht. Also ob dann die Sturmtrupper weg sind für immer. Ich weiß nicht, was dann passiert. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht also für immer sein. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich hoffe nur, dass solche Operationen dann nicht mehr weiter stattfinden werden. Und dann schauen wir eben mal, was da konkret tatsächlich passiert. Also was dann der Plan ist und ob wir dann hier diese Operation weiter ausbauen können, diese schönen hier. Weil die machen ja Spaß. Da habe ich Spaß dran. Ich find das witzig. Ne? Das fügt ein bisschen was hinzu. Das Risiko halt weiterhin natürlich ist, dass dann man mit Karten in die nächsten Runden gehen kann. Wenn man die lange aufspart, kann man damit natürlich ein sehr großes Ungleichgewicht erstellen. Natürlich ist es dann verdient jedoch. Das ist dann zumindest halbwegs fair. Aber es macht halt dann so ein bisschen die Runden zu einem Erfahrungsmessen auch. Ne? Jemand, der viele Runden spielt und spielen kann, hat dann einen Vorteil in den nächsten Runden. Während zwar natürlich generell viel Spielzeit oder die Möglichkeit, viel zu spielen, schon immer ein Vorteil war in dem Game. Also Leute, die viel Freizeit haben, könnten einfach mehr performen hier in den Runden selbst. War es zumindest dann in jeder Runde nicht wichtig, ob du vorher schon viel gespielt hast. Jetzt hast du hier natürlich hier sowohl den Nachteil, dass du gerade anfängst und nicht viel weißt, aber auch, dass andere Seiten auf einmal dann viele Einheiten haben können, nur weil sie viel spielen, nicht weil sie Goldmark einsetzen. Das ist so ein bisschen so ein Problem, das ich habe damit, weil das halt dann von Karte zu Karte eine sehr andere Experience sein kann. Das ist immer so das Problem. Also da kann halt viel dann passieren, was vorher nicht passiert wäre. Das heißt, ich fände es fast schon cooler, wenn die, oder ich fände es eigentlich viel besser, wenn die Operationen limitiert wären auf die aktuelle Karte. Das ist natürlich dann vielleicht frustrierender, weil man nicht alle Operationen schaffen kann. Aber es würde zumindest das Ganze etwas fairer machen für Gelegenheitsleute, die halt wirklich nur eine Runde auf einmal spielen, die dann auch die meisten gar nicht bekommen können, weil man muss ja eigentlich mehrere Runden spielen, um das hier irgendwie zu schaffen. Wir müssen eigentlich noch 2, 3 spielen, um eine Chance zu haben. Machen wir aber nicht. Ich spiele meistens nur 1, 2 auf einmal. Selten mal 3. Das heißt, aber aktuell nur eine. Und dementsprechend müsste man quasi da viel mehr spielen, um das wirklich nutzen zu können. Nicht alle haben dafür Zeit. Somit wäre es, finde ich, fairer für alle insgesamt, wenn diese Operationen limitiert wären auf die aktuellen Runden. Da könnte man viel Cooles draus machen, denke ich. Auch vielleicht auch ein Wettrennen gegen die anderen Leute, dass man irgendwie seinen Progress vergleichen kann. Das wäre so wär eine coole Sache. Oder wer kommt zuerst an? Ne? Sowas wäre ganz fun. Oder für verschiedene Regionen, verschiedene Challenges. Sowas finde ich cool, weil das fügt eine kleine Sache dem Game hinzu. Ist ja eh jetzt kein 100% serious Kriegsspiel. Ist ja sehr stilisiert, sehr einfach gehaltene Art. Die sind mega OP und alle Schäden sind sehr viel stärker, als sie in echt waren. Also du hast quasi eine stilisierte Weltkriegskampagne. Und dann eben so ein paar Minispiele zu haben, fände ich eigentlich ganz fun. Wenn es in der Runde bleibt, hast du halt eben auch dann diese Fairness dazu, dass eben keiner viel mitnehmen kann. Und dadurch hast du einfach eine kleine, schöne Sache, die dich aktiver hält. Du hast sowas zu tun, guckst ein bisschen drauf, machst das nebenbei. Ne? Da fand ich es ganz fun soweit. Aber sonst, ja, es ist riskant. Also da habe ich Sorgen vor, aber ja, wir werden sehen, was passiert.
Auf jeden Fall wird das für uns keinen großen Impact haben in dieser Runde, denn die Serie wird da ablaufen. Und wir werden schauen, wie das jetzt hier läuft. Ich denke nicht, dass die USA noch viel haben. Die haben jetzt hier ein, zwei Truppen noch. Das war's. Die werden auch wahrscheinlich in AFK gehen oder einfach morgen per Revolten kollabieren. Die werden wahrscheinlich in zwei Tagen weg sein. Denn die Provinzen haben alle 1% oder 3% Moral. Die werden dann quasi zu 100% revoltieren und dann zu 100% irgendwo hinfallen. Also die meisten werden dann sich den Südstaaten anschließen. Ein paar vielleicht noch Alaska, vielleicht ein paar hoffentlich auch zu uns. Kalifornien wird einiges bekommen und dann ist das auch schon gegessen. Und dann werden wir übrigens auch hier oben in Repulse Bay landen. Das ist ein weiterer Plan, den ich habe. 11.000 Truppen bereits auf dem Weg. Die werden in Repulse Bay landen. Denn es herrscht ja bereits Krieg zwischen Kalifornien und Alaska. Da werden wir beitreten und eben Repulse Bay einnehmen. Ich hätte die Provinz einfach gerne und würde gerne so ein bisschen meinen Einfluss auf die Hudson Bay erweitern. Das heißt, ich würde das gerne einnehmen. Wir sind bereits in der Area und Doppelfisch ist immer gut. Kann man gut verkaufen, kann man auch dann nutzen für Kasernen. Eben als Ressource im Ausgleich für Fisch. Von daher wäre das eine solide Sache, würde ich auf jeden Fall ganz gerne machen. Und ich bin froh, es läuft gut, wir haben es endlich geschafft, jetzt eben meinen Gedankengang, um den weiterzuführen, jetzt muss es eben nach Europa gehen, dass wir hier drüben nicht mehr Stress machen, wir werden uns mit denen jetzt alliieren, das ist zu spät für noch weitere große Kampagnen, wir können die nicht alle besiegen, ne? Keine Chance. Das würde jetzt eine Woche an Vorbereitung brauchen mindestens, plus ich habe ja auch schon ein Stück mit denen geschrieben und ganz ehrlich, das wäre jetzt auch gemein. Da will ich niemanden mehr angreifen. Das wäre einfach too much, dann würden wir auch eine große Konkurrenz sein zu Kolumbien, die das auch nicht akzeptieren müssen dann. Und wir wissen ja gar nicht, was deren Plan ist. Kann sein, dass die auf Solo-Sieg spielen, dann wären wir hier in einer großen Schwierigkeit, wenn wir die alle besiegen. Werden dann geschwächt, dann könnten sie da gewinnen. Ne? Also alles ganz schwierig für uns. Das heißt, wir nehmen dann den Frieden hier drüben an. Und dann gucken wir weiter Richtung Schottland, versuchen dafür dann eben uns marinetechnisch aufzurüsten. Das Gute hier ist eben, Schottland wirkt relativ AFK, ist zwar noch da, aber trotzdem irgendwie nicht so aktiv. Irland ist eine ziemlich besiegte KI, die weiter Krieg führt gegen sie. Und somit sind da gute Access-Punkte für uns verfügbar. Deutschland auch sehr kaputt insgesamt, damit auch sehr angreifbar. Skandinavien total zerstört und zerklüftet auch da viel Raum zum Ausbreiten. Frankreich nicht zu groß. Ne? Also hier ist quasi richtig toll. Europa war für uns extrem nützlich, weil ein großes Problem wäre gewesen, wenn Europa aktiv gewesen wäre. Ne? Meine Strategie hier drüben, wie ich das gemacht habe, 100% massiv riskant, wenn Europa nicht so gewesen wäre, wie es ist. Der Grund, warum ich hier die Allianz mit überhaupt erst Irland eingegangen bin, war ja als Sicherheit, dass wir eben dann wissen, okay, hier ist ein Ally, keine Sorge vor Angriff. Das war ja der einzige Grund. Dann sind die halt AFK gegangen und Schottland dann auch zum Glück. Dann war das okay. Aber das hätte halt unfassbar riskant sein können, weil bis jetzt auf jeden Fall sich hier jemand noch weiter hätte durchsetzen können, der dann nach Norden hätte schauen können, schon vor 3-4 Tagen. Und dann wären wir halt völlig verteidigungslos gewesen, wäre riesig riskant gewesen, das so zu machen. Die USA hätten niemanden anheuern können, also alles total gefährlich. Das heißt, meine Strategie hier war sehr riskant. Wir hätten auf jeden Fall irgendwie Pech haben können mit Europa und dann, wie in der letzten Runde auch, ne, dass wir ein starkes Norwegen haben zum Beispiel, dass dann einfach die Chance eben wittert und angreift. Das hätte hier passieren können, jederzeit, und wir hatten Glück eben, dass Europa genauso aussieht. Das Gute aber ist, wir wissen ja, dass Europa auf der Unterkarte meistens nicht so der große Burner ist. Die sind oft nicht so richtig gut dabei. Das ist einfach öfters so. Ich sehe selten die richtig große Gefahr aus Europa, so gerade im Early Game, das ist meistens so ein ziemlicher Mess, so viele gehen AFK, das ist immer so ein bisschen wie Europa ist, das nehmen alle sofort im Early Game, dann gehen sie alle weg, das ist ganz komisch und somit ist Europa selten so ein richtiges Problem, auch hier ist meistens total tote Hose, da passiert gar nichts, während dann hier richtig alles abgeht und hier geht's ab, ne, also das ist immer so die Area, wo richtig alles passiert und hier in Europa, da ist gar keine Gefahr und das hier war halt so ein Best-Case-Szenario, ne, was hier alles für Verfügbarkeiten jetzt für uns sind, wo wir landen können, wo keiner was gegen uns machen kann, wo keiner auch industriell aufgerüstet hat. Da können wir so viel produzieren, die können gar nichts dagegen machen. Also da sind wir wirklich in einer guten Position, können richtig viel dort reißen. Und jetzt haben wir auch die Ressourcen, um das eben möglich zu machen. Wir können produzieren ohne Ende und haben gerade keine wirkliche Gefahr mehr gegen uns. Wir haben alle unsere Feinde besiegt und hoffentlich jetzt endlich die ersehnte Allianz am Horizont, wenn dann die USA weg sind. Ich werde nochmal Kolumbien anschreiben, sagen, hey, jetzt würde ich einfach der Sicherheit halber wegen gerne mal das formalisieren, dass wir alle hier uns zu viert zusammenschließen. Wir laden vielleicht noch Griechenland ein, wenn ich darf. Und dann sind wir perfekt. Dann können wir schon sie außen vor lassen. Ich kann die Allianz kündigen oder das gemeinsame Charter. War ja keine Allianz wirklich, war ja eher so eine Vorbereitung. Aber da sie ja jetzt offenbar nicht mehr richtig da sind, ist das eine Wurscht. Ne? Haben wir auch keine Fabriken gebaut, soweit, die ich hier sehen würde irgendwo. Das heißt, die kommen eh zu spät. Also da ist eh keine Hoffnung mehr da. Dann würde ich ja so sagen, dass Shanxi jetzt verloren ist. Haben wir hier eine tolle Allianz, ne, haben überall auch einen Punkt, einen Access Point. Dann kann ich quasi hier sowas einnehmen, Griechenland nimmt das hier. Und dann können wir mit Kolumbien gemeinsam in Afrika landen, ne, so, die können hier ihr Ding machen, die besiegen Russland, gehen hier rüber. Ne, da haben wir eine richtig gute Planung.
Top, das wäre eine Top-Allianz, das würde ich gerne machen. Und so gewinnen wir diese Runde. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.